Also wir haben grundsätzlich die Idee, dass unsere Studierenden alles zum Online-Marketing, Online-Geschäftsmodelle lernen, dass sie am Ende ihr eigenes Startup gründen können, dass sie verantwortungsvolle Positionen in Unternehmen übernehmen können. Die Storyline ist ein bisschen, wie vermarkte ich Geschäftsmodelle, wie vermarkte ich Produkte im Internet, wie vermarkte ich Dienstleistungen und das von vorn bis hinten. Der Studiengang gibt eigentlich das Wissen dir mit, damit du wirklich kannst auf Management-Ebene kannst mitdiskutieren. Also wir haben ein Praxisprojekt in Auftrag gegeben zum Thema Snapchat. Und es ist einfach darum gegangen, eigentlich ein Konzept zu erstellen für Confiserie Bachmann, wie man bei uns könnte Snapchat eigentlich einführen. Man kann die Wünsche, die man hat, auch als Unternehmen, dass man noch gerne das und das ausarbeitet, das geht man wirklich voll und ganz ein. Also am Schluss hat man wirklich eine maßgeschneiderte Arbeit, die man rüberkommt. Ja. Das grosse Highlight sind sicher die aktuellen Themen im Digital Marketing, dass man sehr nahe am Puls der digitalen Instrumente, der digitalen Geschäftsmodelle sind. Digital Advertising ist ein Thema, Social Media selbstverständlich, dann verschiedene Instrumente vom Online-Marketing, vom Influencer-Marketing bis hin zur Suchmaschinenanzeige. Sie bloggen, Facebooken, snappen rund um ein Event und müssen dafür sorgen, dass wir hier 100, 120 Gäste haben, die unseren spannenden Referenten zuhören. Und das Zweite ist, unsere Studenten können am Ende des Studiums vor echten Investoren ihre Startup-Idee pitchen. Und dann ist es eigentlich darauf abgekommen, ist die Idee gut genug, dass wir Geld bekommen oder nicht. Die Idee haben wir aber nicht mehr richtig weiter verfolgen, alle vier. Haben aber dort an diesem Meeting eigentlich Leute lernen können, die uns spannend gefunden haben. Und so sind wir im Gespräch geblieben und haben dann mit ihnen zusammen komplett andere Ideen entwickelt. Ich hatte ein wirklich spannendes Thema und einen super Betreuer. Und somit hat das auch viel Spaß gemacht. Und ich bin immer noch aktiv in dem Thema. Es ging um Chatbots. Ich bin auch immer noch mit meinem Betreuer sehr stark in Kontakt, zum Teil noch an Konferenzen. Sie haben die Anforderungen bei der Zielgruppe aufgenommen. Und ich habe eigentlich ein fixfertiges Konzept, wo ich würde sagen, sogar besser ist als bei gewissen Agenturen. Jedes Mal haben die Studenten eigentlich immer ein Lächeln drauf und sind eigentlich die Projektarbeit mit recht viel Freude gemacht, weil ich weiss es selber, dass man sonst noch viel anderes nebenbei hat. Ein sicherer weiterer Vorteil ist, dass die Dozenten an der Hochschule Luzern sehr praxisorientiert sind, selber Praktiker und Experten sind im Bereich. Ich würde auf jeden Fall wieder ein Unternehmen gründen. Ich glaube, ich habe noch nie so viel gelernt in meinem Leben, wie jetzt in dieser Zeit, seit ich mein eigenes Unternehmen habe. Mir ging es eigentlich wirklich um die 2 Jahre an sich, was ich dort gelernt habe, was ich dort für Kontakte gesammelt habe, was man auch manchmal menschlich lernt. Also sind jetzt nicht nur fachliche Sachen, kann auch irgendwie zwischenmenschliche Sachen gewesen sein. Oftmals sind wir am gleichen Ort im Beruflichen, einfach in anderen Unternehmen oder Branchen und da kann man sich austauschen. Und das ist extrem spannend, das bringt auch einen weiter, die gegenseitig sich herausfordern und die Frage stellen. Ich habe einen Blog über das Event geschrieben und so mein persönliches kleines Highlight war eben, ich konnte mir eine 360-Grad-Kamera ausleihen und dann eben danach so einen interaktiven Rundgang durch das ganze Event gestalten. Und ja, das hat mir Spaß gemacht. Das fand ich echt cool, das mal auszuprobieren. Wir finden, wir schulden unseren Studierenden eine Ausbildung, die darauf zugeschnitten ist, dass sie die besten Möglichkeiten aus dem Online-Marketing rausholen.